Wir befinden uns in Mitte, mitten der Debatte rund um Tagesordnungspunkte 8 bis 9. Es geht um die Budgets, oberste Organe, Bundeskanzleramt, öffentlicher Dienst und Sport. Am Wort ist jetzt von der ÖVP Kira Grünberg, Sprecherin für Inklusion. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren auf der Regierungsbank, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Jeder Mensch, der was über einen etwas längeren Zeitraum aktiv, sportlich aktiv war, merkt nicht nur, dass sich sein Körper verändert, sondern vor allem auch die Entwicklung in der mentalen Gesundheit. Als Kind und junge Erwachsene habe ich selber all diese positiven Effekte vom Sport erfahren dürfen. Sport lässt uns nämlich nicht nur über Grenzen hinausschauen und wachsen, sondern er baut vor allem auch Stress ab und fördert das Wohlbefinden. Und ein Punkt, der was den Sport ganz besonders macht, ist, dass wir im Sport alle gleich sein. Egal, ob wir Behinderung haben oder auch nicht, egal woher wir kommen, welche Hautfarbe man hat oder welcher Religionsgemeinschaft man angehört, im Sport sind wir alle gleich. Sport verbindet und Sport kennt keine Barrieren. Aber damit da wirklich alle von den positiven Effekten des Sports profitieren können, muss er natürlich auch für alle zugänglich sein. Menschen mit Behinderungen brauchen zum Beispiel einen barrierefreien Zugang und auch entsprechende Angebote. Deswegen sind die Bewegungs- und Informationscoaches ins Leben gerufen worden. Sie gewährleisten einen niederschwelligen Zugang und entwickeln den inklusiven Breitensport immer wieder weiter. 2022 wurden bereits 14 Coaches ausgebildet und angestellt. Bis zum Jahr 2024 soll es in Österreich 16 Bewegungs- und Informationscoaches geben. Das Ziel ist, mehr Menschen mit Behinderungen für Bewegung und Sport zu sensibilisieren, aber auch nachhaltig zu aktivieren. So können zukünftig noch mehr Menschen mit Behinderungen von den positiven Effekten des Sports profitieren. Ein weiterer Aspekt, der mir im Bereich Sport und Inklusion wichtig ist, ist die Gleichstellung von Spitzensportlerinnen mit Behinderungen gegenüber denen ohne Behinderungen. Dies gelingt nur, wenn Behindertensportlerinnen dieselben Möglichkeiten und Förderungen bekommen, um den Sport auch als Beruf auszuüben. Genau das passiert beim österreichischen Bundesheer, denn dort sind Behindertensportlerinnen als Heeressportler gleichgestellt. Um all diese Aufgaben zu bewältigen, stellen wir wieder genug Budget für den Sport, also für den Spitzensport und den Breitensport zur Verfügung. Und zum Abschluss möchte ich noch einmal betonen, wie wichtig und gesund es ist, regelmäßig Sport zu treiben. Und es gilt für alle Menschen bei uns in Österreich, egal ob mit oder ohne Behinderung. Danke. Ja.